Hallo, wir sind heute im Spreewald und wir sind schon in Lübbenau angekommen und fahren jetzt mit einem Kahn nach Lede. Guck, der Postkahn. Hier gibt es einen Drive-In. Wir holen uns mal einen Gurkenmixer. Hm? Salzgurke. Ja, aber voll salzig. Lecker, lecker. Und? Wir sind jetzt in Lede, jetzt gibt's Essen. Hefeplinz. Jetzt geht's ins Freilichtmuseum. Direkt dahinter, aber ist vielleicht noch ein bisschen klein für. Jetzt sind wir quasi schnell durch das Museum durchgejagt. Das ist natürlich ein bisschen schade, einiges haben wir nicht gesehen. Aber es blieben uns leider nur 20 Minuten mit Essen. Vielleicht plant man das ein, dass man sich was zu essen mitnimmt. Dann schafft man vielleicht auch mehr zu sehen im Museum, weil es wirklich spannend ist. Und die Kinder könnten hier auch noch schöne Gespielchen machen. Jetzt gehen wir erstmal wieder raus. Jetzt fahren wir noch durch Lede durch und dann geht's zurück. Pünktlich zum Regenbeginn sind wir durch, zum Glück. Wir jagen uns jetzt noch ein Eis und dann geht's schon wieder ab nach Hause. Der ganze Ausflug hat 3 Stunden auf dem Boot gebraucht und drei Stunden geht es ganz gesamt. Eine Stunde hin, eine Stunde da, eine Stunde zurück. So ganz stimmt es nicht, mal schneller zurück, aber 3 Stunden insgesamt. 14 Euro pro Person. 14 Euro pro Person. 7 die Kinder. Und genau, 7 die Kinder und
Museum haben wir eine Familienkarte für zwei Erwachsene und drei Kinder für 10 Euro bezahlt. War ein schöner Ausflug. Wart ihr auch schon hier? Kommentiert bitte unten drunter oder wenn ihr Fragen habt, könnt ihr auch kommentieren. Wir sehen uns im nächsten Video und ihr seht hier noch eine Playlist für Brandenburg-Ausflüge. Ist nämlich ganz spannend. Kanal abonnieren nicht vergessen. Bis dann. Ciao.